der Aufnahme ist gestartet, gucke ich zur Seite wegen zweiter Monitor, wo es geht oder geht nicht. Ja, wir fliegen weiter von hier, also Dominica. Nein, nicht die Domrep, das ist was anderes. Nach Guadalupe. Und zwar vom falschen Flughafen, weil wir sind vom falschen Flughafen gelandet und starten jetzt auch wieder vom falschen Flughafen, weil der nächste, der eigentlich geplant war, habt ihr im letzten Video ja gesehen, das ist irgendwie so ein Streifdreck irgendwo oben auf dem Berg, also war nix. Ist ja egal, wir fliegen jetzt einfach wie immer erstmal los und machen uns dann später einen Kopf darum, was wird. Trotzdem drehe ich mir jetzt erstmal den Motor ein bisschen leiser auf den Kopf. Ah, sonst schreie ich nämlich immer gegen an, obwohl ich es gar nicht muss. So. Ja, diese Karre ist ein bisschen älter. Ich glaube, Baujahr 57 oder so. Aber das hindert uns natürlich an gar nichts. Das heißt, wir knüpfen jetzt erstmal den mache ich so lange weg hier, ne? Den Karte. Dann mache ich den Bremse weg und dann gebe ich den Gas und dann hoffe ich, dass da irgendwas passiert. Geht der zickig auf Pedale. Das hasse ich, aber es ist nur mal so. Nicht, dass wir gegen einen der Berge prallen, auf dem Häuser stehen und Straßen hochlaufen. Die Steilhänge. Da, oh, müsste eigentlich schon reichen, wa? Ziehen wir mal vorsichtig an irgendeinem großen Griff. Und siehe da, wir fangen an zu fliegen. Und deswegen fahren wir auch erstmal das Fahrwerk ein. Ja, steigt gut das gute Stück, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, den schalten wir noch eben um auf, ja, wir haben Gegenwind, 4 Knoten, das schadet nicht. Wir haben ein bisschen Wolken, aber mal schauen, vielleicht geht es ja auch mit Wolken, sonst schiebe ich sie wieder weg. Ihr kennt mich ja, ich bin ein großartiger Wolken-um-die-Ecke-Schieber. Und, aber momentan liegen nur die Gipfel. Jawohl, die Gipfeln, die liegen in den Gipfeln, in den Wolken stecken sie unten drin und dann wird es da eben nebelig. Ja, das wird noch interessant, ob der Autopilot bei diesem guten Stück funktioniert. Das ist ein super Flugzeug, ganz besonders dafür, dass es Freeware ist. Es ist eine tolle alte Kiste. Aber ich kann mich daran erinnern, dass er, wenn es auf GPS zuging, irgendwie sehr eigene Vorstellungen davon hatte, was die richtige Richtung ist. Macht aber alles nichts. Wir haben es ja bei anderen Flügen auch schon gehabt, dass GPS sehr eigentümlich interpretiert wurde. Wir haben es immer irgendwie hingekriegt, dass die Mühle letztlich doch da abgestürzt ist, gelandet ist, wo wir hin wollen. Ja. Ja, jetzt gucke ich aber nochmal eben aufs Kärtchen. Ja, da irgendwo, na, ihr seht das ja auf der Karte, Tango Delta Charlie Foxtrot, da irgendwo soll ein Flugplatz sein. Und auf dem hätten wir landen sollen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das ein Stück Straße. Ja, also da, direkt da, wo jetzt der Kompass, der magnetische Kompass so ein bisschen aneckt. Ungefähr da sollte eigentlich das Flugfeld sein. Ist es nicht, wollen wir auch nicht. Diese Art Flugfelder können wir nicht gebrauchen. Deswegen mache ich jetzt erstmal den weg. Dann mache ich mir einen Kopf über das Thema Autopilot. Zum Beispiel könnten wir jetzt erstmal Autopilot aktivieren. Der ist jetzt aktiviert, angeblich jedenfalls. Dann müssen wir ihm sagen, halt mal die Höhe. Das tut er jetzt angeblich auch. Dann schalten wir um auf NAV und erzählen ihm dennoch, dass er die Quelle... Ah ja, GPS ist schon... Ah ja, er fliegt irgendwo hin und das sehr hartnäckig. Dann schauen wir das doch mal, ob das... ja, Richtung stimmt soweit. Dachte ich. Bis eben noch. Gut, wir sollten uns also nach vielleicht noch bis später aufheben. Was die Höhe angeht, sollten wir vielleicht einen Zahn zulegen. Da hätten wir Vertical Speed anzubieten. Und Nose Up. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel kann der hier mit Nose Up. Falscher Hebel. Da muss ich ja gar nicht. Da muss ich die Art Nose abnosen. 800, schafft er das? Keine Ahnung. Richtungsmäßig will er jedenfalls immer wieder zurück. Das wollen wir gar nicht. Na gut, dann sorgen wir doch erstmal dafür, dass wir eine angemessene Höhe, unser eigen nennen, mit der wir es größtenteils vermeiden können, gegen irgendwelche Berge zu dotzen.
Ja, wir fliegen auch gerade prompt über die höchsten Gipfel, ist ja klar, ne? Wir haben es auch nicht weit heute, ne? Wir haben eigentlich nur irgendwie, ich weiß nicht, 60 Meilen. Wieso zieht die Kiste eigentlich so brutal das zur Seite? Das ist ja echt übel heute. Wenn ich loslasse, hast du immer noch irgendwie so einen Rest, dass er immer noch Autopiloten will. Und zur falschen Seite. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, ich wollte aber so ein bisschen auf den GPS hin und her knöpfen. Wir sehen das ja auch schon hier auf der Karte, auf der Minimap. Estimated time on route 0,0. Das heißt, er misst schon wieder vom falschen Punkt aus. So, jetzt können wir die Höhe halten. Ich finde, die ist vertretbar so. Und ich würde mal sagen, wir machen einfach Heading, ne? Was fliegen wir denn zur Zeit? 326 ungefähr. Machen wir 326. Ja, so in etwa jedenfalls. Und schalten auf Hitke. Da, so. Erstmal los. Ja, er kommt der Sache schon näher. Und wenn ich mir das so ansehe, würde ich vorschlagen, dass wir wegen der Wolken möglicherweise entweder einen Schnörkel fliegen oder vielleicht lieber das Bodenradar einschalten. Dann schauen wir doch mal, was das Bodenradar so radart. Das sagt, es könnte passen, wenn wir so weiterfliegen. Wenn nicht, dann nicht. Guck mal, da wo die Sonne scheint, ist herrlich, ne? Ein ungeschädigter Baumbestand, frei von Feuern und Ähnlichem, praktisch ohne Müll, weshalb man sich kaum zurechtfindet. Ja, schon schön, ne? Wenn nur die ganzen Karten und Dinger nicht wären hier. Haha. Also immerhin, man kann jetzt mal wenigstens nach draußen gucken. Ich sollte vielleicht den Autothrottel auch noch anwerfen. Der steht auf 106 und wir fliegen jetzt schon 114. Das muss aber Ground Speed sein, weil auf der Air oder steht ein bisschen mehr, ne? Airspeed 136, so ungefähr. Ach so, egal. Ich drücke einfach mal auf den Airspeed. Juckt ihn das irgendwie? Also die Drehzahl bleibt dieselbe, aber die Geschwindigkeit sinkt. Dann schrauben wir die Geschwindigkeit ruhig wieder hoch. Was habe ich gesagt? 114 hatten wir da vorher, ne? Machen wir 115. Und schauen wir mal, ob er das kann. Oder ob einfach nur die Eieruhr ungenau ist. So, über Berge müssten wir jetzt größtenteils hinweg sein. Naja, ein bisschen schon noch da. Aber dann haben wir es auch gleich geschafft. Dann können wir wieder ein bisschen runter. Können wir, glaube ich, auch jetzt schon, oder? Was sagt denn die Uhr da? Ja, das geht. Wir können auch ein bisschen nach unten. Vertical Speed. Der ist Vertical Speed Knopf. Muss die Nase nach unten, stand da oben. Ja, und hoffentlich sehen wir dann bald wieder klar. Ja, das Kollisionsradar haben wir nicht. Wir haben ein Bodenradar und das pendelt da wüst vor sich hin und sagt im Wesentlichen freie Bahn. Naja, toi toi toi, ne? So, dank von lauter Wolken sieht man den Himmel nicht mehr. Heading, 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 das war er hier. Ja, man kann fast auf 360 Grad gehen, wa? Knöpf, 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 Knöpf. Knödel die Knöpf. Schicken wir 100 Grad. So, jetzt sind wir True North. 0 Grad fliegen wir jetzt. Dann kann der Dingenskirchen, der kann auch wieder weg. Wir sehen ja wieder was. Ein bisschen tiefer müssten wir vielleicht noch gehen, damit wir auch wirklich vernünftig was sehen und nicht dauernd irgendwelche Wolkenfetzen reinfliegen. Obwohl, andererseits, wenn das Wetter heute so bescheiden ist, dann können wir auch wieder die Höhe halten. So, dann gibt es da eh nichts zu gucken. So, der Autopilot hat jetzt erstmal 1-2 in die Kontrolle. Jetzt müssen wir es nur noch einfallen lassen, warum GPS spinnt. Das hatte ich bei diesem Flieger auch in der Vergangenheit schon. Da ist natürlich eine Menge Möglichkeit,
dass bei der Umsetzung des Ganzen irgendwas schiefgelaufen ist. Aber manchmal hilft es auch einfach wüst, mit den Apparillos hier hin und her zu knöpfen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schalte jetzt erstmal wieder auf GPS. Hier hat man doch mal für jeden einen eigenen Knopf, aber da ist schon wieder diese bescheuerte Leiste von Android davor, so sehen die Knöpfe nicht rankommen. Das ist natürlich brillant. Was haben wir denn noch? Da haben wir so einen Knopf. Der macht ganz viele. Hau ab! Geh weg, blöder Knopf. Bitte mal ins Rad los, ne? Was macht man da? Ja, dann, und von selber geht der durchaus nicht weg, ne? Naja. Vielleicht hat es dann irgendwann mal einer drauf, mir zu erklären, wie das geht. Ach, wir fliegen ja auf GPS. Ich musste nur auf NAV umschalten. So. Der dreht sofort wüst zur Seite weg. Und jetzt probieren wir hier nämlich mal rum. Jetzt gehen wir wieder. Ach, Flugplan sind wir eigentlich schon. Menü. Activate Lag. Ist der falsche, ne? Also wenn, dann müssten wir hier einen Waypoint weitergehen. Flughafen. Vom Flughafen kommen wir ja gerade erst. Jetzt sagen wir hier nicht Enter, sondern Menü, Activate, Lag, Enter. Passiert irgendwas? Nö. Aktiver Waypoint ist Waypoint 1. Und das juckt ihn nicht die Bohne. Er fliegt einfach. Wie wäre es, wenn wir den Flugplan einfach nochmal neu laden? Das hat in der Vergangenheit nämlich auch schon funktioniert. So, der muss weg, der Knopf. Dann muss, ich glaube, der kleine Pfeil ran, genau. Enter. Ja, er mault. Ach, guck mal. Ach, gucke da, was er macht. Ja, ne? Okay, ist immer noch falsch, aber besser. Ich vermute mal, er will zum Ursprungsflughafen. Das wollen wir nicht. Deswegen machen wir da jetzt Menü. Activate Lag. Und es stört ihn noch immer nicht. Doch, jetzt passiert irgendwas. Ja, sowohl, ist immer noch falsch. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder auf Heading. Wir müssen ja irgendwie vorankommen hier. Hoffentlich fliegen wir nirgendwo gegen. Die Karre ist poliert. Aber wie gesagt, dererlei Probleme mit dem GPS, die hatte ich ja hier in der Vergangenheit auch schon. Nord True North wird jetzt nicht mehr reichen. Der Heading-Hebel ist da und dann gehen wir mal einfach auf 340 Grad. 350 wird reichen, denke ich. Ja, kommt so ungefähr hin, ne? So, er fliegt also da lang. Dann können wir jetzt als erstes mal nach außen gehen und gucken. Und Fotos machen und so. Wie gesagt, ist ein Freeware-Flugzeug. Und dafür ist es schon verdammt gut. So, einen Knips machen, alle bitte lächeln. So. Und ich komme nicht weiter weg. Also ich kann jetzt hier mit meinen Cursor-Tasten nichts lernen. Das ist auch so eine von den Eigenheiten so mancher Selbstprogrammierer oder selbstinvertierter Flugzeuge. Mal gucken. Mit der Maus kann ich ganz dicht ran, aber nicht weiter weg als so. Ja, dann ist das so. Dann suchen wir uns die leiseste Ecke. Die scheint hier zu sein. So, die Richtung noch ein bisschen angleichen. Ah,
Naja, also das soll so reichen. So, damit ich mich spute, haben wir nämlich doch noch Zeit, dass ich euch ein bisschen was vorlese. Ich musste nämlich auch wirklich erst nachlesen, welche Insel... Oh, sind das schon da hinten? Nee, ne? Welche Insel das ist. Und zwar, wie hoch sind wir eigentlich? 1500 Fuß, passt doch. Das ist Guadeloupe. Guadeloupe. Kreolisch Guadeloupe. Ich häng schon wieder fest hier. Oder Drahtzieher, ne? Hänge ich mich einfach hier so drüber. So. Ein Schulterdrahtler. Guadeloupe, kreolisch Guadeloupe, auch Guada, ist ein Archipel, Klammer auf, eine Inselgruppe, hätte ich sonst auch nicht gewusst, Klammer zu, und gehört zu den kleinen Antillen in der Karibik nördlich von Dominica. Politisch ist Guadeloupe ein französisches Überseegebiet und Bestandteil der EU. Yay! Ah. Der Motor rausdrehen, ich höre ja nichts hier. Besteht aus folgenden Inseln, bla bla bla, bla bla bla. Die beiden Hauptinseln sind landwirtschaftlich sehr unterschiedlich, während die westliche Insel Basse-Terre vulkanischen Ursprungs ist, mit einem immer noch fauchenden Vulkan La Soufrière. Bla bla bla, besteht die östliche Insel Grande-Terre aus Kalkstein und ist im Wesentlichen flach. Grande-Terre wird zu einem großen Teil landwirtschaftlich genutzt. Im gebirgigen Zentrum von Basse-Terre konnten sich nur ein dichter Urwald halten. Städte. Eine Liste von Städten. Grande-Terre, Marie-Galante, La Désirade, Les Saintes. Weitere Ziele. Es klingt immer, als wenn ich einen Angriff planen würde hier. Guadeloupe ist häufig Anlaufpunkt von Kreuzfahrtschiffen. Insbesondere der großen amerikanischen Reedereien. Aber auch deutsche Reedereien, TUI, Mein Schiff, AIDA, laufen Guadeloupe regelmäßig an. Letzte Besuch auf viele andere Inseln der östlichen Karibik, bla 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 bla. Die von den Reedereien angebotenen Landausflüge werden in der Regel von vertraglich gebundenen lokalen Veranstaltern durchgeführt und sind meist nicht in deutscher Sprache verfügbar. In den Häfen selbst gibt es aber oft deutschsprachige Touren, wenn deutsche Schiffe dort Station machen. Es bietet sich daher an, solche Ausflüge vor Ort zu buchen. Geschichte. Na, haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Die französische Karibikinsel wurde im 1. und 4. nachchristlichen Jahrhundert von Arawak-Indianern vom Stamm der Taino besiedelt. Sie kamen in Kanus und bla 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 bla. Christoph Kolumbus entdeckte diese Insel auf seiner zweiten Reise. 1493 jemand, der San Ando kurz an Land, weil er von Indianern angegriffen wurde. Er gab den Insel den Namen Santa Maria de Guadalupe nach dem Wallfahrtsort der in der spanischen Provinz Extremadura. Nach Kolumbus kamen auch die Entdecker und Eroberer Ponce de Leon und Antonio Serrano auf diese Insel. Da es keine bedeutenden Bodenschätze gab und die Indianer kriegerisch waren, verloren die Spanier schnell jedes Interesse an der Insel. Haben die ein Glück. Ja, ja, ja. Den Spaniern folgten französische Freibeuter in die Region. Der normannische Seefahrer Pierre Bellin Desnabuc organisierte im Auftrag von König Ludwig XIV. 15. unter der Schirmherrschaft von Kardinal Richelieu eine Compagnie Les Îles d'Amérique, einen Zusammenschluss mehrerer Handelsgesellschaften. Bla 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 bla. Noch mehr bla. Bla. Ja, hauptsächlich bla. Muss ich ein bisschen sputen. Viele, viele Daten. Dann wurde dies, dann wurde das, dann wurde Napoleon, dann wurde Schweden erobert und in Dänen weggeworfen. Ach, lest euch das selbst los. Nationalparks. Marienparks, Pflanzen- und Tierwelt. Der Parc National wurde von der UNESCO zum Schutzbiotop erklärt. 300 Baumarten, von denen der Kastanienbaum, der weiße Gummibaum und der Courbaril die bemerkenswertesten sind. Es wurden über 270 Farnarten und 90 Orchideenarten gezählt. Man findet dort auch 38 Vogelarten, 17 Säugetierarten und hunderte von Insekten. Tieren zählt nur ein auf Guadeloupe lebender Schwarzspecht, was zu den Tierarten zählt. Ein nur auf Guadeloupe lebender Schwarzspecht. Und der Waschbär, den man auf der Insel Raccoon nennt.
Ein paar Kilometer südlich von Dichère befindet sich Nalun mit einem botanischen Garten, Plantagenwirtschaft. Mit dem Flugzeug anreisen, mit dem Schiff, mit dem Boot, mit dem Taxi. Sprache, die Amtssprache ist Französisch. Die Einheimischen sprechen untereinander meist Guadeloupe-Kreolisch. Englisch wird nur von wenigen, Deutsch so gut wie gar nicht gesprochen. Kaufen, Stoffe mit kreolischen Motiven, Pumpen in der Landestracht, Strohmatten und Strohhüte. Ah! Ja, rechne das mal durch. Nicht, dass wir irgendwo gegenfliegen. Restaurants, lokale Spezialitäten, Nachtleben vorhanden. Aha, Nachtleben, wie es auf dem Festland Europa bekannt ist, zum Beispiel Diskotheken, muss man mit der Lupe suchen. Mit der Suche lupen. Gar nicht. Wenn, dann an den Durstzentrum und sowieso zu Ende. Ach, uninteressant. Ich muss mich immer ein bisschen um was kümmern. Ich kann mich hier nicht dauern, so kann ich nicht arbeiten. Ja, Vertical Speed. Ich muss einfach mal unterhalb der Wolken geraten hier. Immerhin, wieder mal ein mitten im Meer gelegener Flugplatz. Das ist doch immer schön. Was haben wir denn? 1380, 1350 Fuß. So. Und der kann so lange wieder weg. Wäre es aber schön, wenn diese GPS-Geschichte vielleicht nochmal funktionieren würde. Ich schalte einfach nochmal auf NAV und dann gucken wir mal, was passiert. Wir können auch ein bisschen mit dem Tempo runter. Ich müsste ja so an der oberen Grenze dessen sein, was die Mühle hergibt. Ja, bei gleichbleibender Drehzahl offensichtlich. Wird mir hier eine Drehzahl angezeigt? Ja, wird sie. Ja, die Drehzahl bleibt gleich. GPS funktioniert überhaupt nicht. Das kann man jetzt mal einfach so sagen. Also gehen wir wieder auf Heading, sodass wir Heading ein bisschen anpassen. So. Schalten wir Heading. Geht das eigentlich, dass ich Heading einzeln ausschalte? Ja, scheinbar. Müsste jetzt mehr oder weniger geradeaus fliegen, ne? Oder ich kann mitlenken. Also er ist sehr unentschlossen, was diese ganze Autopilotengeschichte so angeht. Ich steuere jetzt brutal nach rechts im Moment. Ich glaube, ich mache besser gleich eine komplette Handlandung. Schalt alles aus, was irgendwie keine Miete zahlt. Ah, gucken wir uns das nochmal näher an. Ja, ich muss praktisch quer über die Insel runter und rüber und dann von der Seite landen. Was hatte ich mir denn dabei bloß wieder gedacht? Jetzt dreht er wieder auf einen völlig anderen Kurs. Also irgendwie. Aha. Wir haben da eine ILS-Keule, aber ganz ehrlich, das könnten wir, glaube ich, knicken. Sollten wir hier hinfliegen und dann von da aus einsegeln, von Hand, weil mit dem System jetzt hier, nee, ne? Also, NAV ist aus und Heading ist aus. Dann kann ich ja auch von Hand fliegen. Warum man da nach rechts zieht, weiß ich allerdings auch nicht. Ich setze ihn mal wieder rein, hier draußen wird eh kalt. Ich scheine versehentlich an der Höheneinstellung gedreht zu haben. Alt ist aber noch aktiviert. Muss ich ihn da ruhig mal machen. Muss ich das Steuerhorn festhalten, der geht sonst brutal zur rechten Seite weg. Klemmt das Heck gut an? Nein. Ich kann auch den Autopiloten eigentlich mal komplett disablen. Ah ja, und prompt kann ich auch wieder vernünftig steuern hier, ohne dass es alles zur Seite weggerissen wird. Muss ich allerdings natürlich ein bisschen so die Höhe im Auge behalten. Ne?
das wird dann wohl irgendeine Form von Vulkan da sein. Es sei denn, das hat irgendein humorvoller Mensch als flach bezeichnet. Ja, lass uns aber ein bisschen tiefer fliegen, dann können wir uns wenigstens das Ganze näher angucken da vorne. Eine Prozentanzeige für den Schub, aber so Drehzahl? Doch, da ändert sich was. Bleiben wir mal unter Gelb, ne? So ungefähr. Wir haben nur noch 400 Fuß Höhe. Ein bisschen ziehen, wa? Ja, ein bisschen mehr Druck könnte gar nichts schaden. Ja, das waren jetzt nur noch 150 Fuß. Also da muss ich aber schon Vollgas geben hier, ne? Sonst steigt da nicht mehr viel. Ich konzentriere mich jetzt hier mal ein bisschen. Sonst fliegen wir doch noch wieder gegen irgendwas. Wir können ja derweil mal in Ruhe aus dem Fenster gucken. Das sieht schon sehr plantagenmäßig hier aus, wie die Bäume in Reihe und Glied wachsen. Obwohl ich relativ sicher bin, das ist nur ein Fehler von Seiten des Programmierers. Sorgen, dass sie da unten aufwachen. Oh, Strände. Das muss schon cool sein, so ein Strand mitten in der Stadt, direkt vor der Haustür. Besonders wenn Hurricane ist, ist das bestimmt toll. Aber wenn man das von hier oben sieht, die fahren wie die Sau. Na, um die Ecken. Durcheinander hindurch. Ja, die Kreuzung hat wirklich was in sich. Also. Ich muss das hier alles noch Background beleuchten, damit ich das besser sehen kann. Wenn ich das richtig sehe, sind wir seit 14 Minuten unterwegs. Und nicht in 14 Minuten sind wir da. Ja, 8 Knoten von im Moment links. Das heißt, beim Landen haben wir schlichten Gegenwind. Das wäre ja praktisch. Sind wir eigentlich 410 Fuß? Ist ja nicht so viel. Da vorne liegt schon die Hauptstadt. Und da irgendwo links neben der Hauptstadt müsste eigentlich auch der Flughafen zu finden sein.
Vielleicht sehen wir auch die eine oder andere Fähre, die hier lang fährt. Ja, die Auflösung dieser Bilder ist jetzt nicht ganz so gut. Damit mache ich den Boden, ne? Also die Luftaufnahmen. Haben wir schon schicker gesehen. Beschwert euch bei Google Earth. Eine dreieckige Insel. Da ist bestimmt irgendwas drauf gebaut worden. Vielleicht eine Mathematikschule. Für Geometrie. Oder das wird gekauft von den Kansas City Chiefs. Weil es sieht aus wie eine Pfeilspitze. Naja, also auf den zweiten Blick vielleicht nicht nur. Ach ja. Autopiloten sind schon was Tolles. Ah ja. Na, auf der Karte kommt so langsam Szenen ins Bild. Ja. Also wir zeigen mit der Nase mehr oder weniger direkt auf den Flughafen. Deshalb sollten wir vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Das Dach aufmachen? Ich glaube schon, ne? Cabrio! Hey! Kann ich rausgucken? Komm, du fliegen rein hier. Bin jetzt da ran, sag mal. Die Cabrio landen, ne? Naja, warum nicht? Ich habe den Zweiten Weltkrieg auch gemacht, also landen wir mal Cabrio. Hatten wir auch noch nicht. Ich bin mal mit offener Tür gestartet, das weiß ich noch. Sieht sehr karibisch hier aus. So, da gibt es doch bestimmt irgendwo einen Flughafen. Irgendwo da. Ach, jetzt wollt ihr auch noch. Ich hab hier einen Knopf, ne? Ja. Dass der Carburetor Heat angeschaltet wird. Flughafen, das da könnte ein Flughafen sein, oder? Weiß nicht, ich weiß nicht. Nur wahnsinnig flughafig sieht das nicht aus, finde ich. Schon mal diverse Vorbereitungen treffen, wie zum Beispiel das Fahrwerk ausfahren. Ich sagte, das Fahrwerk ausfahren. Also, geht doch. Und wie ist das mit der Geschwindigkeit? Können wir Flaps rauswerfen? Müsste an sich gehen, ne? Doch da, oder? Da haben sie schon ein Auge, ne? Wenn die
hier akustisch nichts dran machen. Dass es so nicht irgendwie sich anhört, wie werden schneller. So mit einem Auge auf dieser Eieruhr landen hier. Apropos landen, ja, wo ist sie denn, die Landebahn? Da ist irgendwas Gebogenes. Das könnte natürlich. Das könnte eine Landebahn sein da. Ja, so im weitesten Sinne. Ach doch, ja. Ja, jetzt sehe ich ihn. Dann können wir den hier auch ausknipsen. So, Fahrwerk ist raus. Landeklappen auf Stufe 3 ausgefahren. Ich weiß gar nicht, ob es eine Stufe 4 gibt. Dass die Pedale richtig bösartig ansprechen. Schlittern. Ah, mit Power Slide auf den Flughafen. Ja, das ist doch mal schön. Falls es euch nicht aufgefallen sein sollte, ich habe, glaube ich, die fiesen weißen Flecken rund um die Flughäfen unter Kontrolle bekommen. Da war irgendwie nicht nur ein Parameter falsch gesetzt, sondern der schleppte so eine Altlast durch. Nach dem Prinzip, wenn die Dateien noch da sind, dann male ich sie einfach weiß über, ganz egal, was da kommt. Ja, habe das neu berechnen lassen und siehe da, jetzt habe ich endlich grüne Landebahnen statt weißen. Was ist mir hier mit dazwischen hier, ne? Oh, diese Pedals, die hauen hier rein. Ach, das sind jetzt die 8 Knoten im Heckleitwerk von der Seite, die drücken die Mühle natürlich ein bisschen rum. Aber wir fahren hier einfach quermeter, müssen wir nicht auf den gelben Strichen rumfahren. Das war doch mal eine weiche Landung, endlich mal. Mal lauter Businessflieger hier. Und da hinten noch. Ja, wir fahren so ein bisschen querwild hier, aber naja. Eine Kunstflugmaschine dazwischen. Ui, was haben wir denn da Tolles? Höchst interessant, was hier so alles aufgereiht steht. Donnergiesel. Ich glaube, wir parken uns hier einfach dazwischen, ne? So, Handbremse an. Motor aus. Gab's da diverse Knöpfe, wie zum Beispiel Avionik aus und Batterie aus. Ja, dann steht die Karre ja. Dann gucken wir doch mal eben rum, ne, von außen, wie es hier so aussieht. Ja, so weit, so gut. Mal gucken, komme ich weiter weg? Nein. Das ist natürlich der Nachteil jetzt beim Rumgucken, ne. Ach ja, ich könnte vielleicht noch, wenn ich schon mal da bin. Die Flaps sind aber jetzt nicht so der Knaller, ne, Stufe 3. Das haben wir schon ausladender gesehen. Naja, schön. Wie gesagt, ich komme nicht weiter weg. Ich kann nicht rauszoomen mit den Knöpfen. Also irgendwas ist auch da im Argen. Aber nun gut, dann ist das eben so. Vielleicht gibt es hier eh nicht viel zu sehen. Auf jeden Fall stehen hier ordentlich viele Flugzeuge rum. Dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis zum nächsten Mal sage ich nix. Hahaha.